So, Leute, hier haben wir die Prediction zu dem wahrscheinlich besten Team of the Week in FIFA 23 bisher. Dieses Bild hier unten rechts. Wir haben auf jeden Fall Henderson, wenn der kommt mit dieser Mütze, wäre geil. Also, wen ich feier, Cuadrado, ist eine coole Karte. Bellingham wäre geisteskrank, wenn der eine Informkarte bekommt, würde ich unnormal feiern. Vinicius, das ist unmöglich. Also ich glaube nicht, dass die alle kommen werden. Vinicius, Dembélé, Mbappé. Ich denke, Mbappé wird kommen, weil Messi hat die auch rasiert. Aber Mbappé hat noch keine Special-Karte. Messi hat ja jetzt gerade eine POTM-Karte bekommen. Dembélé müsste auch kommen. Also ich glaube, es wird ein richtig krankes Team of the Week. So, Vinicius weiß ich nicht, ob der kommt. Aber ich glaube, Dembélé, Mbappé, Bellingham, ja, könnte schon gut sein. Also ein Kracher muss dabei sein. Wir am Anfang von FIFA, EA muss da jetzt dicke Karten rausballern. Weil wenn die Karten nicht dabei sind und der teuerste ist irgendwie 70, 80k, ist auch irgendwie der Reiz weg für die Weekend League in meinen Augen. Da sollte ja immer so ein Kracher-Spieler mit dabei sein oder eine gute, breite Masse, wo man halt auch nicht einen krassen Spieler hat, aber auch keine Spieler, die unter 200k wert sind oder so, ne?